Seht ihr? Sie vertraut mir. Sie hat keine Angst. Du würdest für mich sterben, oder, Kleines? Natürlich, Charlie. Colleen, kann ich Sie mal sprechen? Ich brauche Sie im Hochsicherheitstrakt, bei den Manson-Mädchen. Seit die Todesstrafe aufgehoben wurde, wissen wir nicht, was wir tun sollen. Nur die drei Mädchen, 23 Stunden täglich in diese Zellen gesperrt. Guten Morgen, Ladies. Das hier ist Colleen Faith. Sie unterrichtet ein paar unserer Häftlinge. Die Bibel ist das einzige Buch, das Charlie uns erlaubt hat. Heißt das, ihr habt das Gefühl, dass ihr hier was Böses macht, wenn ihr mit mir arbeitet? Ich denke, ich würde gerne etwas über die Pioniersfrauen lernen. Das haben wir mit Charlie gemacht. Er hat uns gelehrt, vom Land zu leben als Selbstversorger. Wir versuchen, Hemmungen abzubauen und dazu erforschen wir unsere Körper Nacht für Nacht. Jetzt kommt und sagt ihr, wie schön ihr sie findet. Wir lieben dich. Ist wundervoll. Sie verabschiedet nur ihr Ego. Seit 3 Jahren hatten sie keinen Kontakt mehr zu ihm. Aber nichtsdestotrotz reden sie nur von ihm und verbreiten seinen Schwachsinn. Wir bleiben im Untergrund und machen Musik und lieben uns, solange die Gewalt auch wütet. Was Charlie sagt, ist wahr. Die Apokalypse ist nah und die Welt, wie sie jetzt ist, stirbt. Also Helterskelter wird geschehen, Mann. Das ist es, was die Schwarzen tun! Das wird ein Rassenkrieg! Charlie sagt das ja, aber was denkt ihr? Hast du je daran gedacht, dass es vielleicht keinen Helterskelter geben könnte? Dass Charlie da falsch lag? Es gibt echte Opfer in diesem Gefängnis. Womöglich sind diese Mädchen aber auch Opfer. Und wenn sie auf deine schwangere Schwester eingestochen hätten, mit dem Messer, 20 Mal? Wer ist das Schweinchen? Tötet das Schweinchen! 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 Wenn es mir gelingt, dass sie wirklich begreifen, was sie getan haben. Dann müssen sie leben mit diesem Horror. Sind Gefängnisse nicht dafür da,